Wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Und zwar sind wir jetzt in der Normandie, in der Nähe von Calais. Um genau zu sein, Batterie Valdam. Und das ist eine riesengroße Küstenbatterie. Die werden wir uns jetzt anschauen gemeinsam. Der Diego ist mit am Start, der Ferenc ist immer noch mit am Start. Das ist Tag 8. Wir haben jetzt somit die Hälfte unseres Trips, unseres Urlaubes hinter uns gebracht. Und ja, so langsam merkt man auch, dass es ein bisschen anstrengend wird. So jeden Tag in einem anderen Hotel und so 3-4 Spots am Tag, das ist schon nicht ohne. Aber wir halten ganz gut durch, Diego hält ganz gut durch, Ferenc fährt die ganze Zeit Auto. Von daher habe ich die Möglichkeit, hier die Spots ausfindig zu machen. Und ich würde sagen, wenn der Diego sein Geschäft gemacht hat, dann geht's in die Bunkeranlage. Der Hund ist auf jeden Fall gut drauf, der hat richtig Bock. Und da vorne ist schon die Bunkeranlage. Und da ist noch eine, da sind Bunker und alles voll. Das geht bis Calais hoch. Leute, wunderschön. Ich bin mal gespannt, welche Aussicht wir gleich haben. Schaut euch das Ding an, Leute. Und hier, wir gehen hier über so einen kleinen Steg. Es ist einfach wunderschön. Wir haben bestes Wetter. Wir haben noch 8 Tage. So, Leute. Wir haben uns entschlossen, erstmal drauf zu gehen. Und ich glaube, die Hütte. Ah, sie ist nicht auf. Sie ist leider nicht auf. Sie ist leider nicht auf. Oh. Wir gucken. Ja, ist zu. Und ihr wisst ja, wenn zu, dann zu, Leute. Hier, komm. So, der fast 14-jährige Hund hat richtig Bock. Der hat richtig Energie. Mehr als ich. Nein, Spaß. Wow. Episch. Einfach nur episch. Da hinten sind die Dünen und direkt dahinter ist das Meer. Hier vorne noch. So, wir sind jetzt unten angekommen. Gerade waren wir auf dem Bunker drauf. Und hier, Ferenc hat direkt schon einen Bunker entdeckt, wo man vielleicht sogar noch sich hier reinbuddeln könnte. Ein bisschen Arbeit. Aber rein von der Theorie her wäre das machbar. Könnte Munition sein, ne? Ja. Oder Mannschaftsunterkunft. Oder Mannschaftsunterkunft. Schaut euch das mal an. Das ist so krass, Leute. Das Ding ist einfach so riesig. Diego hat richtig Bock. Oh, andere Hunde. So, hier habt ihr mal einen Gesamtüberblick über diesen Bunker. Da war damals die Kanone drin, wo Ferenc jetzt steht. Und links und rechts wird wahrscheinlich Platz für Munition und so weiter gewesen sein. Also ein anderer Aufbau als bei der Batterie Todd. Ich korrigieren, Leute, das ist nicht Valdam, also Batterie Valdam, sondern das ist Batterie Oldenburg. Ich habe mich leicht in der Koordination vertan. Also Batterie Oldenburg. Es ist einfach bestes Wetter, Leute. Die ersten Tage waren ja nicht so schön, deswegen haben wir uns entschieden, in das Landesinnere zu fahren. Und das war auch die richtige Entscheidung. Jetzt haben wir 21 Grad. Es ist noch nicht brüllend heiß, aber es ist schön warm. Ich denke, fürs Wasser ist es noch ein bisschen kalt, weil das Wasser selbst noch sehr kalt ist. Komm mit. Kannst du da. Diego. Schwupps. Komm mal mit. Ja, die Bunker sind alle mittlerweile zugewachsen, aber nee, der ist zu. Die sind alle zugewildert mittlerweile. Diego kennt das schon, der hat auf Bunker keinen Bock mehr. Boah, da nochmal der Blick zurück auf den riesigen Bunker.
Mal schauen, vielleicht kommen wir ja da rein. Boah, der hat scheinbar einen Treffer abbekommen. In der Mitte seht ihr, dass der Beton gespalten ist. Mal schauen, was wir gleich sehen. Boah, da hinten ist noch ein Bunker. Das ist wirklich krass. Und das ist ja die gesamte Atlantikküste. Von Norwegen, Nordnorwegen übrigens, bis runter nach Spanien. Also Grenze Spanien, ne? So, da ist auch jemand, der sich für den Bunker interessiert. Schaut mal, wie das gearbeitet worden ist. Der nimmt auch was auf. Schon imposant, ne? So Leute, und deswegen ist es so wichtig, immer eine Lampe mitzuhaben, weil häufig gibt es auch noch Dinge zu erkunden. Ah, da ist jemand drin. Na, ja, guck mal rein. Ich komme gleich, ich habe den Hund dabei und ich warte noch auf meinen Kollegen. Ah, okay, alles klar. Danke. Ein Deutscher auf jeden Fall. Können wir uns vielleicht gleich mal ein bisschen austauschen. Vielleicht hat er schon ein bisschen was gesehen und kann uns ein paar Tipps oder Empfehlungen geben. Vielleicht können wir ihm aber auch ein paar Tipps und Empfehlungen geben. Und mal gucken. Der Ferenc ist schon da. Da ist der Ferenc. Nice. So. Dann werde ich den Diego mal übergeben. So, ich gebe dir den mal kurz und ich gehe da mal eben rein. Ja. Da ist auch jemand drin gerade. Und der hat schon gesagt, komm ruhig rein. So, noch eben alles umladen. Denkst du mit dran gleich, dass ich das nicht vergesse? Yep. Dankeschön. So, ihr seht, wie nett wir miteinander umgehen. Und schaut mal, der Eingang in die Unterwelt. Hi. Hi, grüß dich. Wo kommst du her? Aus Köln. Aus Köln, ich auch. Nein, ich auch. Ja. Lustig. Witzig, oder? Das ist echt cool. Bist du alleine? Nee, ja, ich bin alleine. Ist die Batterie offen? Gar nicht, ne? Schade. Weil ja, da gibt es doch schöne Zeichnungen drin. Ja, genau, mega. Ich habe schon probiert, den Zaun hochzuklettern, aber das. Ja, alleine ist schwierig. Du brauchst auf jeden Fall jemanden, der den Räuberleiter gibt. Ja, genau. Und dann ist die Frage, ob man von drinnen wieder rauskommt. Das ist eine gute Frage. Genau. Deswegen, Leute, macht sowas nie alleine. Absolut. Ich denke, das war für Munition hier. Ja, die Stadt ist aber fester. Mhm. Wieder perfekt ausgerüstet, Leute. Mit Turnschuhen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das Ding dann unter Wasser steht. Crazy. Gucken, wie weit wir kommen. Wie weit er hieß oder nicht? Nee, kommt da noch was? Nee. Ah, okay, also lohnt sich. Leider nicht. Dann lohnt es sich nicht weiterzugehen. Ich zeige euch mal, wo ich hier gerade drauf stehe. Auf wackeligen Stein. Ja, dann würde ich wieder rausgehen, ne? Sparen wir uns die Zeit. Zeigen euch was Spannendes. So, durch solche Löcher müssen wir dann rein und raus. Das wird wahrscheinlich eine Toilette oder so, Ausgussbecken gewesen sein. Und dann wieder raus. Kollege aus Köln. Falk, jetzt haben wir schon einen zweiten Falk. Ach. Ich bin der Jörg, grüß dich. Hi, Jörg. Hi. Der kommt aus Köln, Leute. Das ist ein Zufall. Das ist immer so crazy. Das ist immer so crazy. Und wir versuchen jetzt hier die Anlage gemeinsam zu erkunden. Ferenc, würdest du den Diego hier einmal hochheben bei den Stacheln? Dankeschön. So, dann schaut mal hier. Vielleicht kommen wir hier rein. Das sieht gut aus. Zwei Eingänge und hier ist sogar noch eine Fahne, Leute. Eingang verboten. Geil.
Das wird gut. Das wird gut. Let's go. So, Leute. Falk kommt jetzt mit uns, beziehungsweise Falk nimmt uns mit. Und Ferenc und Diego bleiben kurz draußen. Und dann wechseln wir uns ab, sofern es denn interessant ist. Dort drin. Geht ja richtig tief. Das hätte man, glaube ich, eleganter machen. Ich hätte eher als gedacht hab. So. Also, wir gucken. Erstmal akklimatisieren nochmal das Schild zeigen. Ich denke, das ist Nachkriegszeit, oder? Eingang verboten. Warum sollte Eingang verboten, ne, stehen? Das macht ja irgendwie keinen Sinn. Ich glaube eher, die haben dieses rote Kreuz, haben die danach drauf gemacht. Ja. Und vorher. Rauchen verboten vielleicht, ne? Ja, Rauchen verboten. Mein Kameramann heißt Falk, deswegen kann ich mir den Namen gut merken. Ich habe nämlich normalerweise echt ein Riesenproblem mit Falk. Also mit, nicht mit Falk, mit Namen. Ich gebe mal ein bisschen Licht. Boah, hier ist sogar noch eine Armatur drin. Easy. Ist wahrscheinlich nicht. Oh, hier riecht gut nach Alkohol, ne? Boah, hat sogar noch Wandfarbe dran. Und ein Bild. Alter, das ist ja mal geil. Darf ich der Ferenc sich gleich freuen? Also, das ist hier so eine Litfaßsäule. Und hier haben wir ein Gebäude. Ich glaube aber, das ist Nachkriegszeit, ne? Oder was meinst du? Ich glaube schon. Ja, ach, ich denke auch. Das müsste Nachkriegszeit sein. Wenn nicht, dann freuen wir uns. Ich glaube, der hat einen Schlag abbekommen, ne? Einen Treffer. Was? So, einen Treffer hat der abbekommen, der Bunker. Guck mal. Ich glaube auch, ja. Oh ja, hier. Oh ja. Oh, aber richtig. Schau mal, Leute. Der hat gut einen abgekriegt. So sieht übrigens die Armierung aus. Stahlbeton ist das. Boah. Heavy. Bist du im Urlaub, oder? Ja, ja, kleiner Roadtrip. Cool, wie lange? Morgen geht's wieder nach Hause, ich bin seit Montag unterwegs. Ah, nice. Und ihr? Wir sind letzte Woche Freitag losgefahren und haben hier gestartet in Belgien, sind dann hier runtergefahren und da war das Wetter nicht so geil und sind wir dann ins Landesinnere, Beaucourt und Verdun, die Ecke. Okay. Erster Weltkrieg. Hier können wir auch noch lang gehen. Ja, immer. Immer perfekt ausgerüstet. Ah, oui. Oui, oui. Schaut mal, da oben ist der Boden. Das ist cool. Das war wahrscheinlich die Schlafunterkunft für die Mannschaft. Cool. Das ist nice. Den Raum hatten wir schon und da geht das wieder raus. Ja, verstehen uns gut. Ich gehe schon mal vor, die unterhalten sich noch ein bisschen. Und dann gehen wir jetzt hier in die Anlage rein, nach oben. Oh. Und hier könnte jemand leben eventuell. Ich bin jetzt wirklich alleine. Schaut euch mal hier vor. Ihr macht so eine Tour alleine. Und auf einmal findet ihr eine Leiche oder einen Obdachlosen. Von daher, macht sowas nicht zu Hause nach. Denn das kann definitiv auch mal nach hinten losgehen. Ganz viele Drogentütchen, ein Rucksack, ein Schlafsack.
komplett vermüllt. Boah, und ich glaube, das ist die Toilette. Ja. Aber es kann halt immer sein, dass man noch Relikte findet. So, da müssen wir jetzt auch mal gucken, ob wir das hinkriegen. Die haben hier oben die Leiter weggenommen, das habe ich erst gar nicht gemerkt. Boah, da müssen wir auf jeden Fall drauf. Da vorne ist eine Antenne. So Leute, ich habe einen Weg reingefunden. Ich zeige euch jetzt mal die Batterie aus meiner Perspektive. Schau mal, hier war die Kanone drin. Und direkt hier unten ist der Flansch. Da war die Kanone montiert. Drehbar natürlich. Eingebettet. Und hier gibt es auch eine Möglichkeit für mich hochzukommen. Die anderen warten gerade draußen. Erstmal gucken, ob es sich hier lohnt, wisst ihr? So. So. Das ging schnell. Boah, hört ihr das? Ach, Babyvögel. Wow. Wir gehen erstmal hier rein. Das waren die Durchreichen für die Munition, für die Kartuschen. Wir sehen auch noch die Wandfarbe, wie in dem anderen Bunker. Und anhand der Spinnweben, die auf Kopfhöhe sind, war hier auch schon lange keine Länge, schon keine mehr drin. Rauchen verboten, das ist aber nachträglich. Da Rauchen verboten. Eine riesige Küstenanlage, Leute. Hier, Geschützzubehör, geil, habe ich noch nie gesehen. Noch nie gesehen. Ich blick zurück. Boah, Ansätze und Rohrmischer. Leute, richtig gut. Richtig gut. Hier ist zu, das war ein Eingang. Nee. Malerfirma. L. Kirsch, Frier, Art der Entstehung, Sandistahl, Rostschutz. Alter, das habe ich auch noch nie gesehen. Habe ich auch noch nie gesehen. So, jetzt sind wir in einem dieser Flügel. Und nur Geschmiere. Und hier ist auch ein Raum. Hier geht's runter. Das habe ich auch noch nie gesehen, dass es runtergeht. So. Jetzt sind wir eine Etage runter. Schaut mal. In der 22 steht hier noch. Hier. Finden wir doch irgendwelche Rohre. Holz ist doch da. Ach, hier, guckt euch mal die Spinnenweben an. Nicht, dass ich hier gleich aufgefressen werde von einer Spinne. Hier sieht man noch die Bordüre wunderschön. F für Feuermelder. Und hier, das ist auch extrem selten, dass man noch die Fliesen sieht. Toilette wahrscheinlich, ne? Küche nicht, ich glaube nicht, dass in einer Geschützbettung eine Küche war. Boah, ist das groß. Und hier hat es natürlich gebrannt. Sonst gibt es hier nichts zu sehen. Gehen Sie bitte weiter.
Hier hat man wahrscheinlich Halloween oder so gefeiert. Und hier gab es eine Explosion, Leute. Schaut mal. Da. Alles voller Splitter. Als ob man hier eine Granate explodieren hat lassen. Da. Hier draufgelegt vielleicht. Boah, hier noch mehr. Schaut mal. Hier scheint irgendwas explodiert zu sein. So funktionieren übrigens Granaten, Handgranaten. Ne, die haben ja ganz viele kleine Splitter. Und selbst wenn diese kleinen Dinger durch euch durchbohren, mal 100, dann sind das ganz, ganz böse, schwere Verletzungen. Und dann steht man natürlich daran elendig. Auch hier hat man wieder Kunstblut aufgebracht. Am Ende des Tages für einige Leute wahrscheinlich nur leere Räume, aber für Leute, die sich für diese Technik und Geschichte interessieren, auf jeden Fall mehr. Schau mal hier, versandet, alte Bunkertür. Ach, das ist der Rückweg. Wahrscheinlich. Ja, das ist der Rückweg. Aber ich glaube, da war noch ein Raum. Schaut mal, wie massiv diese Bunkertüren waren. Hier noch ein paar Anschlüsse. Alter, da geht's noch weiter runter. Boah, das ist so crazy, Crank. Guckt euch das an. Es ist einfach so krass. Alter, das Ding ist ja komplett unterkellert. Hier noch Montageaufnahmen für Elektrizität, mein Gott. Kommunikationselektroniker gelernt und kann noch nicht mal das Wort aussprechen. Das ist auch gut, ne? Schaut euch mal das Wasser an. Das ist ja eklig. Einmal hier an die Wände geguckt. Aber hier gibt es nichts. Gruppenführer, aber auch nachträgliche Schmierereien. Alter, das ist schon, das habe ich nicht erwartet, dass es hier noch einen Kellerbereich gibt. Die Frage ist nur, wofür waren diese Bereiche? Wahrscheinlich ein Notausgang. Das hier werden die Unterkünfte gewesen sein, oder? Hier waren die Lüfter drin. Im Falle eines Giftgasanschlages. Und wir gehen zurück. Schon gut, Leute. Ich bin ehrlich zu euch. Das ist schon wirklich gut. So, und wir gehen natürlich hier zurück. War ich hier schon? Hier war ich noch gar nicht. Leute, hier war ich noch gar nicht. Boah, ist das groß. Ist das heftig. Da geht's hoch. Das bedeutet, die Treppe, die ich gerade gesehen habe, die geht irgendwo anders hin. Hier ist Ende.
Die waren mit Holz ausgestattet, die Räume. Und hier das ist Raum Nummer 9. Hier noch eine Armatur. Da ist die Armatur. Hier ist die 11. Der andere Eingang und dann wird es wahrscheinlich noch einen dritten Eingang geben in der Mitte. Hallo ihr Süßen, kleines Lebenszeichen von mir. Aber die Räume hier haben wir noch nicht gesehen. Vielleicht haben wir hier noch mal ein bisschen Glück mit Inschriften. Boah, Raum 2. Eine Inschrift. Und hier ist die Tür von innen. Ach, die hat einen Mechanismus. Ferris, guck mal her. Interessant. Ein Dreifachmechanismus. Schade, keine Inschriften hier auf der Seite. Die zweite Anlage ist deutlich besser in Schuss. Hier kann man sogar noch richtig den Flansch erkennen. Und hier die Monoschiene, das Monogleis. Da war das Geschütz hinten. Oh, ist gar nicht Mono, ist Duo. Seht ihr das? Da war das Geschütz aufliegend. Bedeutet, es war auf jeden Fall ein fettes. Vielleicht kann ich das recherchieren für euch, dann schreibe ich es oben links hin. Und da müssen wir jetzt. Oh, das ist einfach hier. Da müssen wir jetzt hoch. So, ich wollte euch noch mal ganz kurz die Kasematte zeigen, wie sie so aussieht von außen. Jetzt sehen wir noch mal die Kasematte von innen, inklusive Geschützstellung oder Bettung. Und auch hier gibt es einen Eingang. Wir müssen also jetzt hier nicht irgendwie großartig klettern oder so. Und schaut mal, die Spinnenweben. Hier war schon lange keiner mehr drin. Hier war schon lange keiner mehr drin. Oh mein Gott. Aufregend. Richtig, richtig aufregend. Hier oben noch Raum 33 und hier geht es direkt runter. Leerer Raum. Runter gehen wir gleich. Wir gucken uns erstmal. Entlade. Entladebauer. Entladebaum. Entladebaum. Oh, hier ist richtig Schutt. Hier F für Feuerlöscher wahrscheinlich. 32. Hier müsste dann Ende sein. Genau.
genauso aufgebaut. Man hat ja damals immer gleich gebaut, sogenannte Regelbauten. Und hier hat man Schutt ohne Ende reingebaut. Ach, hier auch wieder. Meiner Firma aus Trier. So, dann gehen wir jetzt mal runter, würde ich sagen. Ne? Hier will es, glaube ich, runter, genau. Da. Ab in die Unterwelt. Oh, hier sind sogar noch die Bunkertüren. Hier liegen noch die schweren, schweren Bunkertüren, Leute. Schaut euch das an. Hier wieder gefliest. Hier ist Ende. So, dann gehen wir mal los. Auch hier wieder Toiletten zerhauen. Leider. Unter Wasser. Man muss auf jeden Fall auch immer gucken, weil auch an den Wänden könnte vielleicht noch was dran sein. Ich würde mich so ärgern, wenn der Gerold dann sagt, hey, du hättest dahinter an der Tür gucken müssen, da wo das Wasser steht. Aber hier ist nichts. Doch, Leute. Leider nicht lesen, aber hier ist eine komplette Schrift an der Wand. So Leute, ich hole euch das mal an. Da ist ein erster Buchstabe, ein R, ein W, ganz klar ein Z. Bruder vielleicht könnte da stehen. Ein D vielleicht, die Kampfgruppe. Schwierig, Leute, aber mega, oder? Völlige Zerstörung. Hier geht es dann in die Geschützrettung rein. Übrigens war ja drüben noch ein Gang, den sind wir nicht hochgegangen. Wir kamen aber dann oben in der Geschützrettung an, so wie ich mir das schon gedacht hatte. Raum 43. Oh, schau mal, wie lang. Also ist auf jeden Fall anders aufgebaut als der andere, oder? Täusche ich mich gerade. Wird wahrscheinlich jetzt gerade schwindelig. Boah, hier gibt's. Alter Schwede. Boah. Hoffentlich komme ich hier durch. Nee. Oh, das ist aber eng. Aua. Noch. Hier gab es eine fette Explosion, Leute. Eine richtig fette Explosion. Ja. Alter Schwede. Toilette oder Küche? Toilette, hier waren Toiletten. Okay. Leider, leider leer. Alter Teller. Aber gerade habe ich aus der damaligen Zeit. Und hier, oh, hier können wir sogar hoch. Hier können wir sogar hoch. Und jetzt ist es richtig dunkel. Alter, ist das groß.
Boah, hier gab es die Explosion. Ich gebe euch mal ein bisschen mehr Licht. Hier, wisst ihr, was ich glaube? Hier ist Munition hochgegangen. Hier wurde die Munition gelagert und die ist dabei hochgegangen. Ich versuche das mal für euch zu recherchieren. Heftig. Oh. Alter Schwede, hat das hier gerumst. Seht ihr den Boden? Der ist komplett uneben. Die kompletten Betoniervorrichtungen sind... ist abgeplatzt. Hier oben auch. Und wie groß. Selbst hier gibt es noch Explosionsspuren. Boah. Und natürlich möchte ich euch einige wichtige Informationen über die Batterie Oldenburg und Batterie Waldamm mitteilen. Im Juli 1940 begann die Wehrmacht mit den Arbeiten an einer Geschützstellung in der Nähe von Calais. Diese Stellung sollte eine entscheidende Rolle bei der geplanten Operation Seelöwe, nämlich der geplanten Invasion Großbritanniens, spielen. Die Aufgabe der Batterie war es, alliierte Schiffe im Ärmelkanal auszuschalten, doch nach dem Scheitern der Invasion wurde die Batterie Teil des Atlantikwalls und übernahm nun defensive Aufgaben. Die Batterie Oldenburg. Die Batterie Oldenburg hatte eine bewegte Geschichte. Erstens, Eroberung russischer Schiffskanonen. 2 Monate bevor die Kanonen in der Batterie eingebaut wurden, waren sie Teil der Wehrmacht beim Angriff auf Frankreich. Ursprünglich im Ersten Weltkrieg erbeutet, wurden diese 24 cm Schiffskanonen vom Typ L-50 von den Deutschen modernisiert und auf das deutsche Kaliber 240 mm umgerüstet. Krupp führte die Modernisierung durch und die verschossenen Granaten wogen beeindruckend 150 kg. Der Einsatz im Zweiten Weltkrieg. Während des Zweiten Weltkrieges unterstützte die Batterie Oldenburg die 7. Armee bei dem Angriff auf die Maginot-Linie zwischen Straßburg und Mühlhausen im Juni 1940. Die Kanonen wurden nach Calais, Les Moulins Rouges verlegt und erhielten massive Geschützbunker. Die Batterie Waldamm. Sie liegt nördlich von Calais und hatte einige Besonderheiten. Die einzigartigen Merkmale waren, im Gegensatz zur Batterie Oldenburg fehlten bei der Batterie Waldamm diese riesigen Geschützkasematten, sprich Bunker. Stattdessen verfügte sie über einen drehbaren Betonturm, der eine 17 cm Schiffskanone beherbergte. Dieser Turm ermöglichte es, auch landwärts gerichtete Bereiche effektiv zu verteidigen, welches diese Kanone auch getan hat. Das Erkunden wird niemals enden, glaube ich, wenn es hier um die Relikte des Ersten und Zweiten Weltkrieges geht. Hier natürlich des Zweiten Weltkrieges. Und wir befinden uns jetzt endlich an der Batterie Waldamm. Unser 8. Tag übrigens heute. Und schaut mal hier, direkt am Eingang von der Batterie gibt es einen Ein-Mann-Bunker, der zerstört ist. Hier befindet sich wahrscheinlich ein Fundament oder ein Bunker. Es ist dran vorbeigegangen, dann wird er nicht so spannend gewesen sein. Nix, ist nix? War das nix? Ein kleiner Bunker. So. Könnte aber auch ein Fundament gewesen sein für ein oberirdisches Gebäude. Schwierig zu sagen. Schaut mal, wie schön das hier ist. Da hinten sind die Bunker unserer Begierde. Da sind noch originale. Wie heißen die nochmal? Tetraeder, ne? Spiegel nicht, ne? Nee, Tetraeder sind das. Ja. Das sind originale Strandbarrieren, die damals gegen die Alliierten eingesetzt wurden. Verschiedene Reihen und Linien. Und das waren mit die letzten Barrieren, die damals die Alliierten hätten stoppen sollen. Warum laufen wir überhaupt hier hin, Richtung Batterie Waldamm? Waldamm war damals und heute übrigens auch noch die einzige Geschützstellung, die drehbar montiert wurde, quasi ein Experimentalbunker.
Und den schauen wir uns gleich an. Aber vorher gucken wir uns noch die Standard-Kasematten an. Da, das ist eine Standard-Kasematte. Auch standardmäßig runtergekommen. Aber die hat einen Treffer bekommen, ne? Hältst du mal kurz das Dogi? Ah, ich dachte, du hast die Mini mit. Boah, stinkt das hier. Och, Leute. Das ist mal wieder so schade. Hat man ja einfach alles verbrannt, was man hatte. Aber hier, schaut mal, hier gab es eine Explosion. Boah. Boah. Müssen wir mal das Licht? Please. Ganze Breitfächer. Ich habe vorhin noch auf Fokus gestellt. Alles klar. Oh, guck mal, hier liegt Geld. Ach. Wer weiß, wahrscheinlich hier so Drogenunterschlupf oder so. Boah. Oh, das ist aber... Boah. Wie fächer ich die denn? Drehen? Ja, du hast vorne so ein Ring, die drehen. Ah ja. Ah, ja, das. Boah. Jetzt richtig gescheppert und richtig gebrannt. Boah. Leute, das ist einfach nur widerlich. Hier ist der Ausgang. Die hat einen richtigen Treffer bekommen. Das ist die rückwärtige Seite. Und hier gibt es noch eine Schadenverteidigung. Genauso wie hier. Boah. Das ist so widerlich, ne? Das ist ja ein räudiger Zustand. Ja, hier, das ist noch in Benutzung. Das ist ein Beobachter, glaube ich. Ach, wisst ihr, was das ist? Das ist hier, um die Natur zu beobachten. Diesen See. Und vielleicht auch zu schießen. Man weiß es nicht. Ja. Ist, glaube ich, auch ein Bunker, ne? So, Leute, da vorne ist sie. Das Experimentalgeschütz. 360 Grad drehbar. Und hier ist noch eine andere Geschützstellung von der Batterie Waldamm. Aber da die erste schon so enttäuschend war, werden wir uns die zweite erst gar nicht angucken. Ich habe immer noch den Geschmack im Mund von Feuer. Wie wunderschön, oder? Es ist einfach atemberaubend. Atemberaubend. Mega gut. Da ist er. Und schaut mal, die ist nicht Richtung Meer gerichtet, sondern ins Landesinnere. Spannend. Und hier sehen wir den Drehmechanismus bzw. den Spalt. Runter! Kannst du nicht. Nee? Nee. Warum nicht? Alle Leitern, die glaube ich runtergeführt haben, sind weg. Okay. Ich bin noch Wasser drin. Ah, okay. Also auf jeden Fall ist die Anlage noch ein bisschen größer, weil hier vorne ist noch ein Teil des Bunkers. Ich stehe auch auf dem Bunker. Und schaut mal, Leute. Das ist die Experimentalkanone bzw. Bunkerkasematte. Ob die jemals in Betrieb war, kann ich euch gar nicht sagen. Aber auf jeden Fall seht ihr hier gerade etwas, was einmalig ist. Es gibt es kein zweites Mal auf diesem Planeten. Die ganze Kasematte. Der ganze Bunker war drehbar gelagert. Leute, so weit ist schon gekommen.
dass ich mit dem Handy filmen muss. Ich habe keine Speicherkarte mehr. Ich habe jetzt schon so viel aufgenommen. Aber das wird schon gehen. Also, da seht ihr einen riesigen Bunker. Einen Eisenbahnbunker. Aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Und schaut mal hier. Eine riesige Fläche. Davor ist noch ein kleiner Bunker. Und kommt mal rein. Krass. Ein riesen Trümmer, Leute. Ein riesen Trümmer. Da, ich gucke mir gerade einen anderen Bunker an. Fliegen lassen, dass wir das schon mal erledigt haben. Ferenc hat sich gerade hier den Bunker angeguckt. Da leben Obdachlose drin. Bedeutet, da ist also kein Reinkopf für uns. Da wollen wir uns nicht mit anlegen bzw. nicht stören. Schau mal hier. Schade, dass wir da nicht reinkommen, oder? Dass wir da nicht reinkommen, ist sehr, sehr schade. Schau mal hier. Ich mach das mal ein bisschen größer. So, dann habt ihr auch von der Seite mal den Blick drauf. Könnt ihr die riesige Größe von diesem Eisenbahnbunker sehen. Oh, der ist offen. Von der anderen Seite. Da ist er bestimmt reingegangen, der Ferenc. Einmal rum. Könnte man eigentlich eine perfekte Party-Location draus bauen, oder? Oh, das ist offen. Nee. Oh, ich dachte schon. Deswegen schaut mal hier nochmal der Blick in den Bunker. So, wir gehen zurück und gucken uns natürlich hier nochmal den Bunker an. Da ist Ferenc gerade rein und da wohnen die Obdachlosen. Oh, Ferenc! Hier wohnen die, ne? Ja. Okay. Ja, dann lassen wir das. So, dann würde ich sagen, wird das Ende hier, das Video hier ein Ende finden. Und lasst mir ein Abo da. Und ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Wir werden jetzt noch ein paar Tage hier bleiben. Werden wahrscheinlich jetzt die Speicherkarte holen
dann was essen und dann ins Hotel einchecken, damit wir auch ein bisschen Ruhe bekommen. Also von daher.